Hä, wo fährt? Ich will, dass ihr es knallen lassen wollt. Das ist nur, wir müssen es knallen lassen. Das wollen wir alle nicht. Doch, es muss knallen, ihr Scheiße, Schuss, was ist ja nicht. Ach, los, sind wir doch nicht einzigen hier, wa? Ja, aber jetzt? Wenn ich wieder Gutes tun kann. Es war einfach wieder, weißt du, das Glück im Unglück. Das war knapp, Bruder. Herzlich rum bei Chips an. Hau rein, Bruder. Ciao. Uns aufgehalten, die fingen an rumzupöbeln, wir blieben stehen, ich sollte aussteigen. Ich wollte es mit dem Typen klären, der ist auch mit einer Axt auf mich losgegangen. Da gibt's nichts zu reden, lassen wir auch. Ist noch irgendwas Wichtiges, weil sonst fahre ich zu den Brokers und dann fick ich die. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, jedes Mal also, dieses Entschuldigen also und wussten wir nicht und bla bla bla. Was hast du diesmal erzählt? Richtig, also jetzt, das wäre auch der letzte Punkt gewesen, dass wir mal die Betroffenen mal kurz sagen. Also Finn, sag du dann auch gleich mal, was du so alles mitbekommen hast. Aber erst Helen und Sky, was ist aus eurer Sicht passiert und was ist bei dem klärenden Gespräch passiert, danach Holly und Finn. Also, für die Situation gestern gab es kein klärendes Gespräch oder sonst irgendwie was. Ja, dann erklär, was passiert. Ich war beim Taco-Laden mit Hector, Leni, blabiblub, ein paar anderen jedenfalls. Sky und ich wollten dann nach Hause fahren. Ich bin dann halt eben bei denen durch die Hut gefahren, einfach weil ich keine Orientierungssinn habe und weil wie die Burgers auch eine Woche davor gesagt haben, ey, ist okay, kannst ruhig durchfahren bei uns. Da haben die uns aufgehalten, die fingen an rumzupöbeln, wir blieben stehen, ich sollte aussteigen. Ich wollte es mit dem Typen klären, der ist auch mit einer Axt auf mich losgegangen. Hier gibt's nichts zu reden, lassen die Autos, wir fahren. Warte, ich guck. Guck mal, der Sultan ist halt reingeschissen, ne? Der hängt am hintersten. Obwohl. Ja, deswegen wollte ich ihn ja auch nicht. Es geht aber, ne? Wir wissen ja wohin. Was ist die Ansage? Ballern wir direkt weg? Oder? Das hätte auch ich, mach das, was die machen. Nee, fahrt. Hä, wo fährt? Ach, sind wir doch nicht einzig hier, wa? Bitte kämpfe hinter vom Kiez, Alter. Kopf weg, ich hab keinen Bock mehr. Hallas, Digga. Wo ist Eddie? Der ist hier. Komm alle aus der Seitengasse, alle aus der Seitengasse. Yeah.
Die Wichser haben auf mich geschossen, Alter. Hinten auf der Straße. Weg da, weg da, weg da. Wer ist das? Komm her, komm her, komm her, komm her. Warte. Wer ist das da hinten? Keine Ahnung. Oi, ich wurde getroffen. Oi. Geh da weg, Mann. Da kommt hier hinter. Hier, ja, wir müssen langsam abziehen. Was? Ja, fahrt lieber schnell weiter, ihr fahren Schisser. Ja, ich hab auch Bock. Mann. Top sind hier. Ja, es geht. Ja, doch. Jetzt ist es auch gut ja wir müssen einmal kurz mit dir sprechen tatsächlich. Wollt ihr einen Joint? Nee, danke heute nicht. Okay. Tee? Können wir einen Schritt zur Seite? Oh, Tee würde ich nehmen. Hat jemand Tee? Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Gerade ausgetrunken. Kannst du doch nichts anbieten, was wir nicht haben. Wie normalerweise hat John immer direkt Tee am Start. Nee, heute nicht. Mit mir reden oder mit uns reden? Am liebsten tatsächlich mit dir. Wow. Ah, aber wir sind doch eher. Dann kann man immer besser Dialog führen. Wir sind doch eine große Familie. Zusammen. Und was ist, wenn alle die Fresse halten und nur ihr zwei redet? Ist so. Redet doch. Kriegen wir hin. Okay. Er sagt's euch doch eh allen gleich. Nö. Ja, aber das ist cool aus erster Hand. Nein. Ich finde das auch nicht uninteressant. Wollen wir nicht hier reden und die halten die Fresse? Wenn die Fresse nicht halten, weil ihr alles vergisst. Ja, nein, ich komm vergesse mal. Alles. Ja, da muss ich aber einen mitnehmen, wenigstens als Gedächtnisstütze. Ja, von mir aus. Okay. Ja, komm mit, John. Ach du Scheiße. Oh. Ich sag's dir jetzt, aber du darfst es nicht sagen. Hätten wir nicht die Schießerei vor Ort angefangen, ne? Wäre Riesenhopsnahme vom FIB gewesen. Die wollten euch gerade hops nehmen und wir haben genau eine Minute vorher reingepickt und dadurch konnten sie euch nicht hops nehmen. Wir haben euch jetzt. Wenn ich wieder Gutes tun kann. Es war einfach wieder, weißt du, das Glück. Das Mund war knapp, Digga. Bruder, Herz. Ich ruf mal Chips an. Hau rein, Bruder. Ciao. Ruf du mal Chips an. Erzähl du das mal Chips an. Ich hab deine Nummer nicht. Soll ich dir die geben? Nee. Ja, nee, wie nee? Ja, red du doch mit dem. Mach doch mal bitte. Warum? Nur weil du dich jetzt freust. Hä? Ja. Kannst du dich nicht mitfreuen, dein Bruder? Klar, war doch meine Idee. Ja, siehst du, stehe ich auch voll zu. Das war nicht deine Idee, das war einfach nur Glück. Ja, natürlich. War Glück. Du wusstest, dass das er bei mir gerade. Ja, nö, aber nee, das meine ich nicht. Aber das, was meinst du? Das ist einfach der richtige Zeitpunkt, jetzt ist da reinzuficken und scheiße auf den Platz. Ja, richtig. In dem Sinne zu kacken, so. Ja. Den einfach auf Bauchgefühl immer hören, ne? Und nicht immer auf Herz oder auf Kopf. Hey Chips, ich muss dir was so ultra krasses erzählen, Bruder. Digga, wenn wir nicht die Schießerei angefangen hätten vorhin, ne? Hätte eine Minute später das FIB euch und die Brokers vor Ort komplett hops genommen. Die hatten eine Großdings vor. Wir haben das FIB war gerade hier und hat uns das gesagt.